reicht's! Du, und wenn die Chefin sagt, du musst im Tag 20 Mal putzen, dann putzt du eben 20 Mal. Und du hast nicht den ganzen Tag im Haus umeinander blären. Aha. Wie wär's denn, wenn das gnädige Fräulein Leni wieder mal selber den Putzlumpen in die Hand nehmen würde, hä? Aber das gnädige Fräulein Leni macht ja zweimal in der Woche ein Vornehm und verdünnisiert sich. Aber die sage dir, ich krieg das nur raus, wo du allebei hingehst. Da pass auf. Da musst du aber früher aufstehen, gell? Ja, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Okay, was nicht, sagst du? So, und jetzt gehe ich. Aber frag nicht, wohin ich gehe. Ich weiß es nämlich nicht, ja. Alles braucht seine Zeit und die Zeit ist noch nicht reif. Auf Wiedersehen. Und schau nicht so blöd und so arbeiten, du. Ortschaft, zeig mir mein Echt. Also das, wenn ich jetzt nicht bald rauskrieg, wo die allerweil hinrennt, dann bringt mich diese Ungewissheit noch um meinem Verstand. Ja, um Gottes Willen. Ja, der trägt da, Herrin. Ja, das ist die Idee, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Ja, genau, das kann ich überhaupt nicht. Nicht an der Gott. Himmel, ja, Protein nochmal. Da her, schau mal her. Da kann man hingehen, wo man will, in diesem Haus. Überall liegt was, dass man drüber fällt. Heb's auf. Lass liegen, Opa. In Ordnung. Also, Opa, ja. Nun lass doch mal meine Idee noch mal in aller Ruhe durch den Kopf gehen. Ja, also bitte. Ja, also, die Damen unseres Dorfes kommen ja in erster Linie wegen des Quatschens zum Stangl. Stimmt's? Ja, und weiter? Naja, und während sie quatschen, da kaufen sie ja nichts. Aha. Und jetzt mal eine Überlegung. So? Wenn sie während des Quatschens nun essen würden. Essen? Ja. Ach, die Damen sollen ihre Brotzeit gleich mitbringen. Genial von dir, wunderbar. Na Quatsch, Opa. Wir stellen hier einen Bistrotisch hin, ja? Und einige Stühle. Ja? Und da drüben werden dann die Würste und der Leberkäse heiß gemacht. Und das Geschäft flutscht. Ah, es flutscht. Aha. Ja. Und? Ja, unsere Damen, die lechzen doch nach einem Kommunikationsplatz. Da kriegen wir mit dem Pfarrer Ärger. Hm? Kommunion gibt's in der Kirche. Quatsch, Opa. Was? Nicht Kommunion. Kommunikation. Aha, gut. Ja, und während die Damen so quatschen, da werden die unsere Würste essen, ich schwör's. Ja, langsam, ne? Alles braucht seine Zeit. Das muss erst ganz langsam bei mir durchsickern, ne? Quatsch, Opa. Aber jetzt sieh zu, damit es schneller sickert, nicht? Und du weißt ja Bescheid. Ich weiß nicht Bescheid. Niemand kennt mich, auch nicht meine Gattin. Und wenn du noch einmal Quatsch sagst, dann ärgert ich mich. Das kann ich ums Verrecken nicht hören. Opa, du wirst doch mal dankbar sein für diese geniale Idee. Ach, Quatsch, los und mehr. Hast du gerade Quatsch gesagt? Also, Opa, das ist doch wohl nicht so. So. Und den lege ich jetzt da hin. Und dann soll sich noch einer trauen, dass er da reingeht, ohne dass er seine Füße putzt. Sag einmal, was soll denn das sein? Ha? Ein Fußabstreifer. Ja, zu was denn? Ja, zum Haxen abkratzen, oder hast du gemeint, der ist fürs Gesicht? Okay, komm. So. Und ich bleib jetzt da stehen und halte Wache. Ach so, meinst du? Hm? Weißt du, wo der Opa ist? Liebste Chefin, ja. Ich bin in diesem Betrieb Köchin, Verkäuferin, Bodenpflegerin und Blitzableiterin für sämtliche Pannen. Gell? Aber wenn ich jetzt noch für den Opa Kindermädel spielen muss, dann erwarte ich ab sofort 50 Mark mehr. Freilich, 50 quatschen kannst du haben. Oh. Also, Gerdi, das eine sag ich dir. Ja, und das andere sagst du mir morgen. Du bist doch ein hoffnungsloser Fall. Ja. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich kann mir so ohne die überhaupt nicht vorstellen. Ich bin ohne die auch nicht, Chefin. Ja, ja. So ein Sauwetter, Herr Gell. Ich bin ja nur froh, dass wir in Ohio drüben das ganze Jahr lang Sommer haben, gell? Halt! Ja? Füße putzen! Was sind denn das für Sitten? Ganz nein. Los, putzen. Ich verstehe das schon. Der Dreck, der bei dem Wetter neu getragen wird. Übrigens, Frau Birnstingl, haben Sie auch schon was gegeben für das neue Radl für den Kaplan? Zu was braucht denn der Radl? Ja, zum Radl fahren, oder? Also, ich gebe 50 Mark. Vielleicht. Eintreten. 50 Mark?
Nein. Also ich brauche mein Geld für unsere Reise. Und außerdem muss ich ja noch mit dem Herrn Stangl reden, ob er nicht unser Häusl kauft, gell? Was? Die alte Bruchbude? Also ich war da vorsichtig. Am Ende gefällt es ja gar nicht da drüben in dem Ohio. Ja, da muss man sich doch erst eingewöhnen. Und es braucht alles seine Zeit. Ja, das lass uns nur mal meine Sorge sein, gell? Ein schönes Häusl, bitteschön. Ja. Halt! Oh Gott, was habe ich denn nun wieder falsch gemacht? Fürs Abputzen! Ganz was Neues. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Ein Schnitzelchen bitte. Ja. Ach, Fräulein Uschi ist wohl heute nicht da? Ja, das senkst doch, fragst doch nicht so dumm. Sie, Herr Lehrer, diese Vordränge leider, die kann ich überhaupt nicht leiden, gell? Zwei Rindsrouladen da, die Grüngerti. Ja. Herr Lehrer, geben Sie doch auch was für das Radl für unseren Herrn Kaplan. Ja, 50 Mark sind das Mindeste. Bedauere unmöglich. Also ich bitte, das nicht falsch zu interpretieren. Aber ich gehe schließlich auch zu Fuß. Ach mei, Herr Lehrer, Sie haben doch bloß die paar Schritte zu einer Schule hinüber. Aber unser armer Kaplan muss jeden Tag weite Wege zurücklegen zu den Kranken. Wo ist denn der Arm? Dem tut der Bewegung schon gut, so gut wie der im Futter steht. Der setzt ja schon Bauch an. Oh, wo hat unser Kaplan einen Bauch? Da, wo er hinkehrt. Das stimmt überhaupt nicht. Der Kaplan hat keinen Bauch. Auch nicht da, wo er hinkehrt. Das weiß ich bestimmt. Und übrigens, froh bin ich, wenn Sie mit Ihrem Lästermaul endlich in dem Ohio da drüben sind. Oh. Diese Bemerkung scheint sie wohl etwas erzürnt zu haben. Na, die hat gesessen, da die Song. Also, na ja, schaut euch diese Frieda an. Den ganzen Tag auf der Kirchenbank rumrutschen, aber gehässig sein. Es ist ja wirklich kaum unglaublich. Was ist denn mit meinen Rollläden? Hast du das fertig? Da sind 6,80 Mark Krüge, gell? Was? Na, mein Lieber, ihr werdet immer teurer. Gott sei Dank. Bei uns in Ohio, da schmeißen sie ja das Rindfleisch nach, gell? Ja, hoffentlich ist da das Rindviech noch dran. Halt! Haxen abkratzen. Ach so, ein Schmarrn beim Aussehen, Pfirs abputzen. Wo sind wir denn so weit gekommen, oder was? Jetzt ist mir drauf reingefallen. Na, Herr Lehrer, und Sie? Haben Sie schon Ihre Traumfrau gefunden, die Sie jetzt endlich zum Altar schleppen können? Hä? Liebes Fräulein Gerdi, alles braucht seine Zeit. Außerdem bin ich etwas irritiert. Erstens schleppe ich eine Frau nicht und zweitens, wenn ich sie schleppe, dann führe ich sie. Nicht in Versuchung. Und mit sowas, an sowas habe ich einmal mein Interesse verschwendet. Unglaublich. Der aufgestellte Spargel. Und sowas wollt mich einmal heiraten, gell? Ich bin doch keine Spargelzüchterin. Das heißt, der Bier bringen und nicht jodeln. Davon kriegt der Bayer Darmkrämpf. Ui, Herr Pfarrer, jetzt haben sie aber beschissen. Was heißt hier, ich hab beschissen? Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, da muss ich aber erheblich protestieren. Lassen Sie es sitzen, Hochwürden, Sie haben nämlich wirklich beschissen. Schummelt. Also wenn ich nicht mehr schummeln darf, dann macht mir das ganze Kartenspiel keinen Spaß. Ich finde, das muss ausdiskutiert werden. Muss jetzt eher als Pfarrer das beichten. Was redest du nur wieder für einen Schwachsinn daher? Was man mit euch überhaupt für einen Ärger hat? Zum Himmel Donnerwetter nochmal! Hochwürden! Und dir, mein Junge, sag ich nur das eine. Wenn ich dich noch einmal mit meinem Fahrrad erwische, dann gnade dir der Himmel mit allen seinen Aposteln. Wie viele haben wir denn eigentlich? 12. 12, danke schön. Ja, her mit zur Beruhigung. Jetzt weiter Kartellen? Ja, sicher, Herr Pfarrer. Ich hab da heute Nacht einen ganz unkeuschen Traum gehabt. Muss ich den beichten? Was denn, verzeih? Nein, das sage ich nur meinem Beichtvater. Na ja, ausgerechnet du. Ja. Also meinen Informationen zufolge müssen Träume nicht gebeichtet werden. Was meint mein Amtsbruder dazu? Ja, es wäre ja noch schöner, wenn ich mir den ganzen Quatsch auch noch anhören müsste. Was denn so schlimm, mein Sohn? Ich sage nur Stuhl 3. Na los, Lorenz, sei kein Frosch. Ja, jetzt red halt schon. Ja, vielleicht können wir noch was lernen. Nein, da schäme ich mich. Der Traum war also furchtbar peinlich. Okay. Also gut, auf eure Verantwortung, gell? Da war also eine wunderbare Frau. Ja. Mein Gott, hat die Augen gehabt.
und eine Architektur. Ja. Und dieses göttliche Wesen ist die ganze Nacht an meiner Seite gelegen. Ja, und? 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 Dann bin ich aufgewacht. Ach du! Was gibt's denn sowas? Du! Und die war in deinem Bett? In meinem Bett. Die muss ich verlaufen haben. Ich hoffe doch sehr, du hast sie nicht berührt in deinem Traum. Ja, doch ein Anstand, oder? Hirnstingel, zu deiner Beruhigung und zur Buße betest du zwei Vaterunser und trinkst hinterher 7 Liter Wasser. Was? 7 Liter Wasser? Ja. Wieso das? Das ist die Tagesration für ein Kamel. Der war die ganze Nacht nicht daheim. Ja und? Bei so einem jungen Bursch ist doch nichts Neues. Das ist vielleicht bei einem Madel blieben. Mein Markus nicht. Nein. Der ist noch nie eine Nacht fort, ohne dass er daheim Bescheid gesagt hat. Ja, da wird es aber Zeit, dass er die Nabelschnur mal durchbeißt. Ja, aber wollt's mir nicht suchen, Helfer? Was? Was? Geht der Herr doch auch. Schau drum, Mannsbund, das geht doch nicht verloren. Nein, ich hab einfach keine Ruhe. Vielleicht ist er ersoffen. Ach, was? Der Martel, jetzt mach dich nicht lächerlich. Ja, geh, brauchst du keine Angst haben. Wasser haben wir keins und der Müllbach ist zu wenig Wasser drin zum Saufen. Also der Alte hat wirklich recht. Du bist tatsächlich ein Depp. Oh. Apropos Müllbach. Das habt ihr ja schon gehört, gell, dass der Bürgermeister Pläne auf dem Tisch hat, dass das Abwasser von dem neuen Freizeitzentrum in den Müllbach geleitet werden was? Soll. Was? Was? Ja, sag mal, spinnt denn der? Ja. Unser sauberer, schöner Müllbach. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich Bürgermeister geworden wäre. Vater, sei du bisschen statt. Sag mal, Stange, ja? Hast du denn deinen Führerschein wieder? Ja, ach, Opa, ich wollte was mit dir besprechen. Was? Ich meine, es ist dir doch wohl klar, dass die Silvi und ich jetzt nicht ewig in diesem kleinen Kämmerchen da oben übernachten können, ja, oder? Ja, da hat er recht, Vater. Ja? Gell? Ja, weil aus einem Ehepaar kann manchmal unversehen seine Familie werden. Ja, ja. Eben, eben. Und da habe ich eine Idee. Man könnte doch zum Beispiel so hinten am Garten so 3 bis 5 Zimmerchen anbauen, oder? Was? 3 bis 5 Zimmerchen? Ja. Das ist ja schlimmer wie ein Gewandlaus. Was? Da habt ihr euren Ausreißer zurück. Bei strömenden Regen habe ich ihn auf der Landstraße aufgelesen. Ja, wo warst denn du? Bei der Katja war ich. Ja, bist denn du nicht blöder? Nein, alles braucht seine Zeit. Ja, aber doch nicht so lang. Trabt der Hirsch bei diesem Sauwetter die Landstraßen entlang? Ja, ich bin ja mit dem Bus reingefahren und dann habe ich mit der Katja geredet und dann wollte ich wieder heimfahren, dann ist mir der Bus vor der Nase davor. Und dann bin ich zu Fuß zurückgegangen. Ja, und dann hat's Ring angefangen. Markus, die Frauen kannst du alle. Das kann man alle Frauen. Ja, du ja nicht, mein Liebling. Auwe, auwe, kommt ein Pantoffel geflogen. Markus, du kommst morgen früh gleich zu mir in die Praxis. Akute Grippegefahr. Gesundheit, mein Lieber. Jetzt mach doch keinen Dackel aus mir. Herr Doktor, ich bin nicht aus Watte. Vater, ich bin ein erwachsenes Mannsbild und kann demnach ruhig mal eine Nacht ohne Erlaubnis wegbleiben. Und das Wort Katja, das will ich nie mehr hören. Ja, pur. Jetzt bist du ja endlich ein richtiges Mannsbild. Es braucht eben alles seine Zeit. Darauf muss ich jetzt einen trinken. Prost! So, Madel, jetzt greift zu. Ich kann's euch nicht glauben, dass ihr uns um die Hochzeitsfeier gebracht habt. Du sag einmal, ist ja so eine Trauung im Ausland, ist die eigentlich gültig? Ja, freilich, Oma. Ach so. Ja, und außerdem haben wir auch auf dich Rücksicht genommen. Oh, wo? Ja, weil du hast ja selber gesagt, so einen Zirkus überlebst du nicht. Okay, weiter. Hab so viele Katastrophen überlebt. Na, hätte ich die Hochzeit auch noch gepackt. Du, aber eins muss ich dir sagen. Hm? Sag doch zu deinem Toni, der soll deinen Opa nicht täglich mit neuen Ideen überfallen. Ja, ja, ich werde schon ein bisschen bremsen. Ja. Du, Oma, sag einmal. Was denn? Mit dem Opa war es auch nicht immer ganz leicht, oder? Was heißt da schon war's? Das ist nicht. Aber wenn du und dein Toni so lange miteinander gut lebt, wie der Opa und ich, dann ist alles in Ordnung. Aha, Kaffee soll schon. Darf man sich eventuell dazugesellen? Auf dich habe ich schon gewartet, mein Freund. Komm nur ganz rein bei der Tür. Auwe Zwick,
Immer wenn du so deutlich nach der Schrift sprichst, Oma, dann wird's ungemütlich. Was hast du denn schon wieder angestellt? Logisch, du musst natürlich schon wieder deinen Senf dazugeben. Komm, geh weiter, sitzt du da her. Du hast uns alle, vor allem deinen Vater, wieder sehr enttäuscht mit deiner versauten Prüfung. Ja, soll denn das ewiger so weitergehen, ha? Tja, Oma, das kommt ganz drauf an, was du unter ewig verstehst. Du, geh, deine Witzel, die kannst du sparen. Und das Neueste, du stehst jetzt alle da im Laden drin umeinander. Das passt uns nicht, also bitte richte dich danach. Oma, kannst du mir bitte einen vernünftigen Grund sagen, warum ich nicht mit der Uschi reden soll? Ja, das kann ich. Weil vom Renner allein wird ihr Kind auch nicht gekriegt haben. Geh, sei doch nicht so knallhart. Ja, du verstehst das schon nicht anders. Das soll natürlich nicht heißen, dass ich was Persönliches gegen die Uschi hab, gell? Ah, das passt jetzt aber nicht ganz zusammen, Oma. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Ja, da bin ich wahnsinnig scharf drauf. Du, das war vielleicht ganz gut, wenn du mal ein bisschen auf deine Schwester hören darfst, gell? Du brauchst mir nicht meinen, bloß weil du jetzt verheiratet bist, kannst weise Ratschläge austeilen. Steffel, wir sind doch Geschwister und wir haben uns doch gern, oder nicht? Ja, irgendwie schon. Siehst du, ich hab dich nämlich sehr gern. Bloß du gibst mir nie Gelegenheit, dir das zu zeigen. Oh, oh. Da kann ich mich noch an ganz andere Äußerungen von dir erinnern, gell? Also mach mir jetzt bitte keine Liebeserklärung. Es ist doch ganz klar, dass die nicht besonders glücklich drüber sind, wenn du dir ausgerechnet ein Mädel mit einem Kind suchst. Und jetzt wird's wirklich einmal höchste Zeit, dass du einen vernünftigen Abschluss hinbringst, hm? Über deinen Preußen sind's auch nicht grad vor Freude im Dreieck gesprungen. Steffel. So eine schnelle Liebschaft, das bringt doch nichts. Du überlegst es da in ein paar Wochen wieder anders und die Uschi, die steht dann da und ist wieder allein und unglücklich. Merkst du das? Glaubst vielleicht, ich bin so deppert, dass ich allein nicht so weit denken kann, hä? Du wirst es nicht glauben, Schwesterlein, aber ich werde auch langsam erwachsen. Ja, aber schon sehr langsam. Du, gell? Ja, jetzt werd noch nicht gleich wieder narrisch. Steffel, wenn du mir Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Ich verstehe dich besser, als du meinst. Schau, schau, mein Schwesterlein. Vielleicht ist sie doch nicht so überflüssig, wie ich immer gemeint hab. Ah, ah, heute ein wunderschöner Tag. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Grüß dich, Gott. Tante Leni, hast du Fieber? Du hast ein ganz rotes Hirn. Ach, Mann, jetzt hat er doch auf. Da drückt mir ja nur der Hut. Und außerdem bin ich ein sehr zufriedener, ausgeglichener Mensch. Jawohl. Geh, seit wann? Schon immer. Nur ihr habt meine fröhliche Frohnatur immer unterdrückt. Lasst uns froh und munter sein. Ja, ja, da, schau her. Die Tante Leni. Sag mal, was strahlst denn heute so? Sie ist seit neuestem ein zufriedener, ausgeglichener Mensch. Ja, recht so, Tante Leni. Ja. Übrigens, habt ihr die Silvi gesehen? Die Angebote liegen immer noch auf ihrem Schreibtisch umeinander, weil die Madame keine Zeit hat zum Schreiben. Mei, Thomas, das musst du verstehen. Wenn man gerade so mittendrin ist im Flittern. Ja, du, da haben sie doch lang nur Zeit gehabt. Jetzt werden wir mit Stefan reden, dass er seiner Tochter Füße macht. Du, gell? Sag du ja nichts über und gegen meine Schwester. Ach, da, schau her. Das sind ja ganz neue Töne. Also in dieser Familie ist man doch vor Überraschungen nie sicher. Geh weiter, komm. Ja, pass auf, Thomas, das war nämlich der Zeit. Ja, dann gehe ich heute auch wieder in meine Kemenate, gell? Ja, und warte und warte und warte. Ich möchte bloß wissen, auf was. So, Papeli. Ja, was ist denn? Jetzt sagst du mir endlich, was du zum Geburtstag willst. Das habe ich bereits ein paar Mal erwähnt. Meine Ruhe. Gell, das ist doch kein Geburtstagsgeschenk. Ja, ich will auch nichts geschenkt haben. Ich habe alles, was ich brauche. Ende der Debatte. Frau Lütt, das darf dir so passen. Nix Ende der Debatte. Du weißt, die Geburtstag wird gefeiert und basta. Ja, dann feier doch, aber bitte ohne mich. Sag einmal, möchtest du mit mir schon wieder zum Streiten anfangen? Ich will überhaupt nicht streiten. Du hörst ja nicht auf mit dem depperten Geburtstag.
Sag mir, geht das in deine Gehirnwindungen nicht hinein? Ich will von diesem Geburtstagstrara gar nichts wissen. Ich will keine Rede halten, ich will keine Rede hören, ich will keine Blumen und kein Gedicht. Das ist mein persönlicher Geburtstag und den möchte ich feiern, wie ich will. So, und wie willst du ihn feiern? Gar nicht. Also glaubst du das? Du nimmst dann jede Freude. Jetzt ist mit der Hochzeitsfeier schon nichts geworden. Es darf mein Geburtstag auch nicht feiern. Ja, bin ich denn bloß noch zum Arbeiten auf der Welt? Frau, du bist schon wieder unsachlich. Wegen Streiten holst du mich von der Arbeit weg, ha? Du, Peter, ich warne dich. Was? Treib's nicht auf die Spitze. Und ich warne dich zurück. Wage es ja nicht, mit einem Geburtstagsgeschenk anzutanzen. Das wär's für heute. Das vergesse ich ihm nie. Aber bitte, mein lieber Peter, wie du willst. Dieses Theater habe ich zum letzten Mal mitgemacht. So. Da war ich wieder. Ist ein blödes Gefühl. Komisches nach so einer langen Zeit. Und da ist die Zeit stehen geblieben. Leere Kaffeetassen am Tisch. Und eine angeknabberte Nudel. Das wird wahrscheinlich mein Steffel. Oder die Silvi gewesen sein. So ein Schmarrn, bei den Papieren soll sich ein Mensch auskennen. Grüß Gott. Mama! Mama! Bleibst jetzt da? Ja, jetzt bleib ich da. Mama! Das wird eine schöne Heilerei werden. Aber schieß! Und wenn es das Letzte ist, das ich von mir gebe, ich werde in diesem Hause heute nicht. Psst! Gerti! Das soll doch eine Überraschung sein! Ich fahre am Schlag dort um! Das wird da! Schnecken! Herrschaftszeiten! Die Ruhe ist da im Gang umeinander und schreit wie ein Zerfroscher! Ja, du bist. Sie ist da. Sie ist da. Sie ist da. Ja, grüß Gott, der Lieder. Ja! Und ich wollte mich unbemerkt in dieses Haus schleichen. Na. Ich möchte bloß wissen, wo die Silvi wieder ist. Immer wenn man das Mädel braucht, dann ist sie nicht da. Und die Angebote sollen heute noch fort. Wieso bist denn du wieder da? Grüß dich Gott, Stefan. Das ist das erste Mal in meinem Leben, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja, mir geht's auch so. Ja, schon blöd jetzt, gell? Jetzt stehen wir da rum und stottern umeinander, als wie wenn wir uns noch nie gesehen hätten. Aber nicht mehr lang. Christa, endlich bist du wieder daheim. Warum hast du ihn so lang gebraucht? Weißt, Stefan, alles braucht seine Zeit.